die MDH hat sich ja gegründet, Simon. Nach Tom seinem Geburtstag hat er ein großes Darts-Turnier veranstaltet und hatten halt viele Leute gesagt, wir hätten Lust, öfters zu spielen. Und da ist die erste. Wahnsinn. Board 4 ist noch kein Schreiber da, also das ist dann doch, ja. Vor allem außen sitzen doch einige Spieler, wie wir hier sehen. Also da bitte jemand auf Board 4 zum Schreiben. Das ist heute ein bisschen das Problem, warum jetzt auch alles ein bisschen nach hinten geht, dass da doch immer irgendwie ein Schreiber fehlt. Ein bisschen komisch. Aber jetzt lande mit den... Zum 2:0. Oh, die stecken perfekt eigentlich. Eieiei, verpasst. Und Haberkamp Jetzt hat die Chance, sich mit den 100 Punkten nochmal rangebracht hier und hat jetzt Chancen zum 1:1. Versucht über Single Bull zu gehen. Steht jetzt bei 51. Normalerweise über die 19 und Doppel 16. Heute versucht es über die 3, was nicht die beste Wahl ist. Hat sich Tops gestellt, aber ob das noch reichen wird, normalerweise wage ich zu bezahlen. Landet 3 Darts auf Tops. Gibt es wenig Hoffnung, aber... Das hat sich dann erledigt. Kennt ihn ja eigentlich nicht, weder von letztem Jahr noch von den Videos jetzt in letzter Zeit. Ja. Aber Niklas Lande ist jetzt bei 77 Punkten Rest hier. Doppel 19, Doppel 10 normalerweise. Ja, Doppel 10 für ein 137er Finish zum 3:0. Und die verpasst er knapp. Wahnsinn. Das müsste ein... alter Kollege aus Wohltorf sein, okay, wenn ich da richtig informiert bin. Und Lande macht es 3:0 und es sieht schon hier alles danach aus, ja, als ob sich Lande hier souverän durchsetzen würde. Und dann ist auch für so den bisschen den zweiten Favoriten, zumindest was ÖDV-Spieler angeht, Sven Haberkamp jetzt schon Ende sozusagen. Und Lande! Wahnsinn! So, jetzt, lange ich mir an den Kopf, warum ich die 9 nicht einblenden kann und gedacht habe, ja, so oft brauchen wir das eh nicht und so. Aber fürs nächste Turnier gibt es sie versprochen. Also, wenn Lande jetzt den 9 Data hier wirft, dann rasten wir, glaube ich, komplett aus. Ja, auf die gelbe 9, da freue ich mich dann schon drauf, aufs nächste Jahr. Das ist was ganz Besonderes. 65er Average, muss man aber auch fast sagen, ist für Lande eigentlich so ungefähr normal mittlerweile. Da ging es doch vor allem letzten Sonntag oft Richtung 70 oder sogar höher. Also Lande und Haberkamp haben letzte Woche in 75er Average bei einer Competition gespielt. Also da Lande sogar noch nicht mal bei seinem Limit. Aber kriegt jetzt hier Matchstarts auf Doppel 12. Und er hat dafür massig Zeit. Das heißt, er sollte hier ins Halbfinale einziehen. Erste ist es noch nicht. Und da haben wir das Match. Ja, Niklas Lande setzt sich souverän mit 4:0 gegen Sven Haberkamp durch. Da kommen wir zur Partie. Genau. Shellon gegen Stobeus, ja. Und Stobeus ist hier bei 36 Punkten Rest und verpasst die 150 Punkte hier. Also, wow. Perfekt eingestellt. Da sind wir gut rübergekommen. Ganz knapp. Wer jetzt von den beiden das Lag auscheckt und dann den Vorjahressieger mal zu dir schicken. Ja. So, was haben wir da jetzt? Aber ist, glaube ich, auch für die Zuschauer ganz cool. Immer mal wieder auch ein paar Leute, die mitspielen, aber auch organisieren und so weiter, hier zu hören. Da auch ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Doppel 11 jetzt hier für Shellhorn. Und die macht er. Ein ungewöhnliches Doppel, aber... Ja. Etwas entspannterer Ausgangssituation. Dann kann ich auch sagen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial hätten für... Jetzt schauen wir hier auf die 140. Ja, Doppel 10 zum Match. Oh, Stobeus bei 98 Punkten, Doppel 19. Stellt sich um. Doppel 16. Checkt er. Er checkt. Max Stobeus steht im Halbfinale. Ja. Schauen wir mal ganz kurz auf Jan Döschinger, der hier eventuell checken kann. Auch mit einem Blick auf das Board 4. Ja, das sollten wir auf jeden Fall einen Blick haben. Sobald die da Stobeus da Matchstarts in der Nähe nur ist, dann ist gerade bei 183. Deswegen. Da sehen wir es, oder siehst du es auch, genau. Aber Doppel 18, Kevin Sandomir checkt hier 87 Punkte. Ja, oh, jetzt lass uns hier auf Döschinger schauen. Was ist denn hier los? Wirft die nächste 180! Unfassbar. Ich glaube, wir hatten jetzt auch schon deutlich mehr als letztes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, lass uns hier auch noch drauf schauen. Ach, schade. Döschinger hat eine geworfen, Lande hat zwei vorhin geworfen, Idams hat zumindest Sandomir eine geworfen, Sandomir hat eine geworfen. Vielleicht haben wir sonst noch eine verpasst. Döschinger macht gleich weiter. Oh, vier perfekte Darts sozusagen.
84. Ja, Wahnsinn. Man hat eben gerade bei Kevin Dunn, um ganz schön zu analysieren, auch gesehen, dass er erfreut sich dann auch, wenn es läuft. Der Gegner wirft eine 180, also so ehrgeizig ist er dann auch nicht. Und er antwortet dann mit zwei Trippeln. Dann merkst du auch schon, da ist so ein bisschen das Lächeln, dass er den dritten verpasst. Also das ist einfach, das kitzelt ihn auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist bei Niklas Sande nicht anders. Ja. Wenn der Gegner gut spielt und man selber dann antworten kann, ist es, glaube ich, noch viel schöner, als wenn man einfach das Spiel nach Hause fährt. Ich wollte schon dir das Wort übergeben für das Bullseye, aber da hätte die Zicke 20 gebraucht. So, man, Wahnsinn. Durchschnittlich bei einem 61er Average und 3-1 hinten. Und er muss jetzt hier schon die Doppel 16 treffen, um nochmal ranzukommen. Doppel 8 für Dürschinger zum 2-3. Verpasst die. 32. Weißt du? Nee. Er hat schon gedacht, er hat die Matchstart. Matchstart, by the way. Obwohl er gar nicht wollte. Stellt sich das Matt also, aus. Also das ist auch eine sehr kuriose Situation, oder? Wahnsinn. Er hat hier einen Matchstart und wollte den gar nicht haben. So, und Björn, drei Darts. Auf der Doppel 8 und es steht 3-2. Kevin muss sich umstellen. Auf der 15 hatte er Probleme, die Single zu treffen. Daran kann ich mich noch erinnern. In der Gruppenphase. Ja. Hat er auch hier. Einen bekommt er. Doppel 4 verpasst er. So, Björn, jetzt wird's Zeit fürs 3-3. Sonst ist es wahrscheinlich irgendwann zu spät. Doppel 10. Und den macht er. Es steht 3-3. Björn Dürschinger rettet sich hier ins Design. Da wehrt einige Matchstarts ab. Auch wenn er keinen Finish stehen hat, übt ein bisschen Druck aus. Auf diesem Niveau könnte das so einen Druck ausüben. Entscheidet sich sogar, drauf zu bleiben. Aber ich glaube, richtige Entscheidung, hier gar nicht fürs High-Finish zu gehen, sondern nur für den Sieg. Absolut richtig. Absolut richtig. Wichtig für Björn, jetzt hier nochmal Druck drauf zu bringen. Wer braucht hier jetzt eigentlich schon eine Triple 20? 60. Nur 60 Punkte. Kevin hat sein Problem auf Doppel. Bin sehr gespannt. Geht er aus Bull? Ich glaube, er stellt sich um. Nee. Das macht er. Doppel 16. Im Halbfinale. Puh. Durchatmen. So, 135, Björn. Ah, schade. Versucht's übers Bullseye bzw. Single Bull. Ihm bleibt jetzt nichts anderes übrig, als nochmal richtig Druck drauf zu geben. 32 war Aufzeichnung. 33. Ist drin. Er ist drin. Kevin Sandomir gewinnt mit 4-3. Wir haben zwei Halbfinalisten von der MDA. Und zwei vom ÖDV. Und es gibt ein Walk-In jetzt im Halbfinale. Aber wie schon erwähnt, wir haben eben keine Musikrechte, deswegen müssen wir das Ganze auf Stumm laufen lassen. Ist der Walk-In ist in Corona-Zeiten auch nicht so spektakulär, weil ja dann doch keine Spieler oben sind. Mhm. Ist natürlich, aber wir schauen hier, Marc Hof. 180. Wirft hier die nächste 180. Ganz fassbar. Wow, ganz locker, ne? Geht da hin, ist noch eine 80. Ich glaube, er hat es gar nicht richtig, also er musste nochmal hinschauen, ob der wirklich drin steckt.